Ja, herzlich willkommen auch zu meinem Lightning Talk. Das Thema Systemintegration in der Cloud-Ära mit Apache Camel. Und ich möchte Ihnen heute drei Key Messages mitgeben. Die Cloud ist mittlerweile bereits angekommen in den Unternehmen und muss deswegen natürlich auch integriert werden und mit anderen Anwendungen kommunizieren. Und diese Integration ist auch mittlerweile technisch ohne Probleme möglich. Und ich werde Ihnen heute zeigen, wie Apache Camel, das Open Source Framework, dabei wirklich sehr hilft. Jetzt aber zuerst, es gibt für Systemintegration ziemlich viele verschiedene Alternativen. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich bloß die linke Seite und die rechte. Also entweder, wenn ich Cloud-Provider anbinden muss in meine Anwendungen, dann verwende ich die APIs von diesen Herstellern. Oder ich verwende auf der anderen Seite den mächtigen Enterprise Service Bus. Und der bietet aber viele verschiedene Funktionalitäten. Also nicht nur Integrationsfunktionalitäten, sondern auch Business Process Management und Business Activity Monitoring und viele andere Features. Oftmals aber ist ein einfaches Integrationsframework ausreichend, um viele verschiedene Systeme miteinander zu integrieren. Und ich möchte Ihnen da jetzt heute mal ein bisschen Apache Camel, das Open Source Framework, vorstellen, weil man damit sehr einfach, effizient Systeme miteinander integrieren kann und das Ganze auch automatisch testen kann mit Unit-Tests. Und wenn man über Apache Camel spricht, beginnt man normalerweise immer mit den Enterprise Integration Patterns. Die haben sich so als de facto Standard am Markt etabliert, mit denen man große, komplexe Integrationsprobleme auf viele kleine Probleme aufteilen kann, die sich oft wiederholen, und damit kann man es dann sehr gut einfach modellieren und dann diese Probleme einzeln lösen. So gibt es dann zum Beispiel eben die Transformation, es gibt Splitting von Messages oder es gibt einen Content-Based Router, sodass ich eben Nachrichten irgendwo hinschicke, je nachdem, was für eine Message diese Nachricht enthält. Und was jetzt bei dem Open Source Framework Apache Camel ganz toll ist, ist eben, dass es diese Enterprise Integration Patterns implementiert. Man kann sich das dann wirklich so vorstellen, dass es wirklich für jedes von diesen Patterns einfach eine einfache Methode gibt, die das dann umsetzt. Und es bietet im Gegensatz zu vielen anderen Frameworks eben neben der XML-Deklaration von solchen Integrationsproblemen auch wirklich domainspezifische Sprachen für Programmiersprachen, insbesondere Java, aber eben auch für andere Sprachen auf der Java-Plattform. Und man kann eben jetzt mit diesem Integrationsframework und auch mit anderen, kann man eben einfach viele verschiedene Produkte und Technologien und Transportprotokolle verwenden und aber immer die gleichen Konzepte dabei verwenden, wie wir gleich sehen werden. Also es gibt bisher bei Apache Camel mittlerweile so 120 Komponenten und die kann man alle auf die gleiche Weise einsetzen. Und wenn es aber mal eine Komponente gibt, die man verwenden muss, die es noch nicht gibt, dann kann man die auch sehr einfach selber erstellen. Apache Camel ist, wie gesagt, für die Java-Plattform und ich kann es dort wirklich auch überall einsetzen. Also egal, ob ich eine Standalone-Anwendung habe oder die Anwendung in einem Web-Container oder Application-Server deployen muss oder auch wenn ich eine Anwendung wirklich für die Cloud entwickle, kann ich deswegen Apache Camel trotzdem überall einsetzen. Und obwohl Apache Camel ein Open-Source-Framework ist, bietet es trotzdem eben wirklich alle Features, um auch in Enterprise-Anwendungen einsetzen zu können. Also es bietet Fehlerbehandlung und Transaktionsfähigkeit, Monitoring, und eben auch ganz wichtig, Tooling und kommerziellen Support von mehreren verschiedenen Herstellern. Und dadurch ist man auch wirklich nicht abhängig von einem Hersteller, nur weil man sich jetzt mit so einem Open-Source-Framework einlässt. Man muss natürlich auch gar keinen kommerziellen Support verwenden, wenn man nicht möchte. Das war jetzt sehr viel Theorie zu dem Integrationsframework Apache Camel. Und deswegen jetzt nochmal kurz in Action zum Schluss ein paar Beispiele, wie das dann so aussieht. Also hier ist jetzt eine einfache Route, so nennt sich das in Camel, wie ich eben verschiedene Technologien miteinander integriere. Hier sehe ich jetzt, es gibt einen From-Endpoint und einen To-Endpoint und ich schicke irgendwo Nachrichten von irgendwo nach irgendwo. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt wie in diesem Beispiel hier Files verwende oder JMS für den Java Message Service oder ob ich HTTP verwende oder eben dann auch viele von diesen Cloud-Services, weil es gibt eben auch schon für viele Cloud-Services Komponenten von Camel. Deswegen hier als nächstes Beispiel habe ich jetzt mal zum Beispiel von Amazon Web Services die S3-Datenbank, also Infrastructure as a Service. Und da kann ich jetzt genauso von irgendeiner Technologie, in diesem Beispiel von einer Datei, Inhalte auslesen und dann in die Cloud auf Amazon speichern. Und ich kann später auch wieder von Amazon die Daten lesen und irgendwo anders hinschicken. Die Syntax und die Konzepte sind immer genau die gleichen. Deswegen das nächste Beispiel hier ist jetzt wieder, hier verwende ich Salesforce, also Software as a Service, einfach einen CRM-Provider. Die Konzepte und trotzdem sind immer die gleichen und es ist wirklich so einfach, wie es auch hier aussieht, wenn es diese Komponenten schon gibt. Man kann es ganz einfach integrieren und diese ganze Migration von dem einen Datenformat in das andere, das macht intern Apache Camel für einen.
Jetzt waren es ganz einfache Routen natürlich, deswegen zum Ende habe ich natürlich hier mal ein komplexeres Beispiel mitgebracht. Hier sieht man jetzt, wir lesen von Salesforce Daten aus und verwenden dann eben einige von diesen Enterprise Integration Patterns, die ich am Anfang erläutert habe, wie zum Beispiel Splitting oder Content-Based Routing. Und je nachdem, was dann der Inhalt der Nachricht ist, wird es am Ende dann hier zum Beispiel jetzt an Amazon geschickt oder an irgendeinen anderen Cloud-Service. Und deswegen jetzt das kurze Beispiel hier als Fazit nochmal, die drei Key-Messages, also die Cloud ist angekommen und muss auch integriert werden. Die müssen mit anderen Anwendungen kommunizieren. Und diese Cloud-Integration ist technisch mittlerweile ohne Probleme möglich. Gibt keine Probleme mehr großartig. Und vor allem Apache Camel, das Open-Source-Integrations-Framework, hilft dabei sehr. Es macht das Ganze sehr einfach, weil man immer die gleichen Konzepte verwendet, egal welche Technologien und Cloud-Services man integrieren muss. Und dann sage ich vielen Dank und gerne später noch Diskussionen dazu.